David Becker, heute ein ganz entscheidendes Spiel im Waldstadion vom FC Homburg. Ihr musstet das Spiel gewinnen, ihr habt 1:0 gewonnen. Eine bärenstarke Defensivleistung, muss ich sagen. Vor allem auch von dir auf der Six zusammen mit Adam Busit. Ja, da sieht man mal wieder, was für eine geile Truppe wir sind. Letzten Freitag war jeder ein bisschen gehemmt. Da haben wir uns, glaube ich, zu viel Druck gemacht. Heute hat jeder befreit aufgespielt. Jeder das Herz in die Hand genommen und dann haben wir das Ding hier gerockt. Ihr habt da wunderbar hinten drin gestanden und habt immer so Nadelstiche gesetzt mit Salif Cissé auf der rechten Seite, immer schön geflankt nach innen, wurde immer gefährlich, die Konter. Ja genau, das war auch so ein bisschen der Plan, dass wir vorne und auf den Außen sehr schnelle Leute heute aufgestellt haben und dann eben genau diese Kontersituationen auszuspielen, das haben wir, denke ich, sehr gut gemacht. Wenn wir in der zweiten Halbzeit die zwei, drei Situationen noch ein bisschen besser ausspielen, müssen wir am Schluss nicht mehr so zittern, aber scheißegal, 1:0 gewonnen. Diese Aufstellung heute, muss ich mal fragen, noch mit Grimm in der Startelf und wer war der Zweite, der noch dazu gekommen ist? Der Felix Bürger von Anfang an hat es auf diesem Platz hier, der ist wesentlich besser als unser Platz, ein bisschen fürs spielerische Element gesorgt? Ja genau, Christian ist ein super Fußballer, technisch sehr stark, der kann genau diese Bälle dann auch in die Schnittstellen abholen. Ist auch schnell. Ist zudem noch schnell. Ich finde, er hat heute ein super Spiel gemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nächste Woche genau so eine Leistung nochmal abrufen und da bin ich mir sicher, dass wir die Klasse halten. Du hast mir jetzt das vorweggenommen, nächste Woche haben wir wieder ein Endspiel gegen TSV Steinbach und dann gibt es das Gleiche nochmal. 1:0 würde reichen. Genau. Danke dir. Danke auch. Peter Tretter, die Nerven heute, wir mussten gewinnen. Wie geht's deiner Psyche? Ja, also kurz nach dem Spiel noch immer sehr emotional. War ja ein Spiel, das ja für die Nerven nicht unbedingt geeignet war. Jetzt muss ich sagen, ihr habt eine furchtbar gute defensive Leistung heute gebracht. Vor allen Dingen auf der Sixer-Position mit Becker. Mit Busit, der leider verletzt ausgeschieden ist. War das so geplant, dann diese Nadelstiche über Salif Cissé über rechts zu bringen? Ich glaube, wir haben nicht nur defensiv gut gearbeitet, wir haben auch nach vorne in unserer Möglichkeit, unser Moment im Spiel gehabt. Gerade vor der Halbzeit hatten wir so drei, vier Aktionen, die müssen wir einfach sauber fertig spielen. Dann bekommen wir noch unsere Möglichkeiten, dass dann nach der Pause die Homburger mehr Druck aufbauen. Das war uns eigentlich klar. Und trotzdem haben wir es dann mit Lückengeschick gut verteidigt. Wollte ich dich gerade fragen im Spiel nach vorne. Du hast heute in der Anfangsformation anders begonnen mit dem Felix Bürger und dem Grimm. War das die Absicht, hier Akzente nach vorne zu setzen? Klar, wir mussten ja was riskieren, weil wir hier heute gewinnen mussten, um weiterhin in der Verlosung drin zu sein. Da wollten wir etwas mehr riskieren. Ich glaube, wir haben in unserer Aufstellung absolut richtig gelegen. Und Grimm und Bürger waren bis zu ihren Auswechslungen, wo sie kräftemäßig am Ende waren, ein belebendes Element in unserem Team. Das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Hände gespielt. Klar, es war für uns wichtig, gerade in der Situation nach den letzten vier Niederlagen in Serie mal wieder in Führung zu gehen, dass die Jungs wieder mehr Selbstvertrauen, wieder mehr Glauben an sich selbst bekommen. Und das Tor war überragend rausgespielt mit einer guten Aktion. Und unterm Strich dann, ja, wenn man den Spielverlauf sieht, viel Ballbesitz für Homburg, auch in allen Situationen etwas Glück, aber in der Situation ist mir eigentlich ziemlich egal, wie der Verlauf des Spiels war. Unterm Strich zählt das Ergebnis im Kampf gegen den Abstieg, das haben wir heute verdient auch dann geholt. Wir haben nächste Woche noch ein Heimspiel gegen Steinbach, wieder ein Endspiel. Kriegst du die Truppe nochmal so hin für so eine Leistung gegen Steinbach? Ja, jetzt würden wir erstmal regenerieren und die Jungs wieder ausruhen lassen. Dann nächste Woche nochmal eine gute Trainingswoche. Und dann versuchen wir gegen Steinbach einfach nochmal alles rauszuholen. Das haben wir heute schon gesehen. Die Jungs sind ja gegen Schluss hin doch schon sehr angeschlagen gewesen. Und jetzt wollen wir versuchen, jetzt nächste Woche nochmal das Unmögliche möglich zu machen. Letzte Frage von mir, Adam Busit, wie ist Verletzung schwerwiegend? Ich glaube, ne, der hat einen Fertigus bekommen in den Oberschenkel. Ich hoffe, es kommt wieder bis zum nächsten Samstag hin. Okay, dann sehen wir uns am Samstag nochmal wieder. Dann tun wir etwas feiern. Wahrscheinlich, das andere nehme ich jetzt gar nicht in den Mund. Peter, ich danke dir.